Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Game Dev Tycoon. Im letzten Part haben wir eine neue Fortsetzung entwickelt zu unserer Jimmy Blonde Reihe. Haben ein bisschen trainiert, unsere Leute. Und wir haben unsere MMO eingestampft. Genau, das haben wir auch noch gemacht. Und mit dem Trainieren machen wir jetzt mal hier weiter. Weil irgendwann will ich die alle hier auf 900er Stats bei Helm haben. Um halt so viele... Oh, nein, kein Spielbericht, noch nicht. Um so viele Punkte wie möglich halt abzugreifen bei der Entwicklung. Ist irgendwo logisch, glaube ich. So, du machst Game Design. Martin hat kürzlich eine Fortsetzung seines Spiels Jimmy Blonde Silberfinger veröffentlicht. Das habe ich auch erzählt gerade eben. Das neueste Spiel dieser Serie heißt Jimmy Blonde Weißer Dezember und wurde mit großartigen Bewertungen am Markt aufgenommen. Kritiker lobten, dass Jimmy Blonde Weißer Dezember eine neuere Engine benutzt als das Original, was die technische Entwicklung weiter vorantreibt. Genau, so ist es. So, und... Na, du machst mir auch einen Programmierkurs, weil das bisschen Design, das kriegst du da auch noch mit dazu. So. Oh, über 5 Millionen verkaufte Einheiten. Das ist gut. Das ist sehr gut. So gefällt mir das. So. Mensch, ich habe ganz vergessen, dass ich selber ja auch ein bisschen trainieren sollte. Tüdelü. Naja. Sowas passiert halt mal. Nicht wahr? Oh, 3,3 Millionen Leute, das ist schön. Das ist gut. So, Training, Programmierkurs. So. Schauen wir doch mal. Oh, über 10 Millionen verkaufte Einheiten, das ist gut. Das ist gut. Sehr schön, ein unglaublicher Erfolg. Ja, das ist wohl richtig. So, Tony, du darfst dann mal einen Spielbericht machen. Zu diesem außerordentlich genialen Game. So, keine starken Trends mehr. Okay. Passiert. So, ich trainiere mal noch ein bisschen weiter. Weil, warum nicht? So. Irgendwie die Person, die am wenigsten trainiert ist. Der Chef. Naja. So, hier Urlaub. 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 Alle wollen sie in den Urlaub. Also gehen sie alle in den Urlaub. So, außer Tony. Der geht erst in den Urlaub, wenn er fertig ist. So. Hat er jetzt davon, dass er so langsam arbeitet? Muss halt auf seinen Urlaub warten. So. Soll mal froh sein. Ich habe gar keinen Urlaub als Chef. So. Okay. Na? Na komm. So, sehr gut, Spielbericht. Story Quest scheint für diese Art von Spielen nicht sehr wichtig zu sein. Okay, das war sehr aussagekräftig. Gut. Dann, sobald hier das Training fertig ist und Tony aus dem Urlaub zurück ist, was beides zeitgleich passiert, das ist schön, entwickeln wir mal ein neues Spiel. Yay, mal wieder. So. Machen wir nochmal ein MMO? Ich glaube, wir machen nochmal ein MMO. Und zwar machen wir ein... was machen wir für ein MMO? Das ist jetzt eine gute Frage. Fantasy ist langweilig. Fantasy kann jeder. Ein Mittelalter-MMO, das ist gut. Mittelalter... Action-Rollenspiel. So. 16% Marktanteile. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Oh yeah. So, auf jeden Fall. Ja, komm, ich nehme die mit den größten Marktanteilen. Einfach weil, ist halt so. Scheiß drauf, ich will jetzt mal Kohle machen. So, und zwar nennen wir das, Zeitalter des Imperiums.
Moment. Zeitalter der Imperien, so rum natürlich. Das ist ja Mehrzahl. Ja, Mehrzahl ist hier ganz wichtig, dass das beachtet wird. Ich werde, ihr wisst doch gar nicht, auf welches Spiel ich hier anspielen will. Weil das ist ja so gut getarnt, da kann ja keiner drauf kommen. So, Engine weniger wichtig, Story Quest sehr wichtig. Ja, ne? An sich passt das so schon ganz gut. Ich will jetzt nur mal gucken. Sehr weit runterdrehen. Dafür müsste ich das echt weit runterdrehen, Story Quests. Oder ich drehe natürlich die Engine noch weiter runter. So. Mal gucken, Engine. So. Weiter Physik brauchen wir nicht. Online-Spiel brauchen wir zwingend. So, Cloud-Spielstände natürlich. Ja. Genau, da haben wir das Problem. So. Dann. Nee. Nicht ganz. Nicht ganz. So. So, das dürfte jetzt auch für Story Quests noch reichen. Dynamische Quests. Oh. Kriegen wir sogar noch mit rein. Oder natürlich, ich mache hier sowas mit moralischen Entscheidungen und einfachen Zwischensequenzen. Haben wir zwar keine dynamischen Quests mehr, aber das passt doch eigentlich ganz gut. Ja. Ja, doch, das gefällt mir. So, und Gameplay, Gameplay, Gameplay. Alles rein? Natürlich nicht. Also ich sag mal, so ein MMO mit Visorius-Unterstützung wäre schon ziemlich nice. Muss ich ja mal sagen. So. Das könnte echt einschlagen. Machen wir's mal. So, Brenda. Nimm du mal gleich deinen Boost. Für die Engine. Ist zwar nicht viel, aber... Also nicht viel Engine, aber immerhin. So. Jimmy Blonde wurde vom Markt genommen. 19,2 Millionen Stück verkauft. 356 Millionen eingenommen. Das ist doch gut. Das ist doch gut. So. Na dann schauen wir doch mal hier. Auf jeden Fall, die erste Runde sieht schon mal gut aus. Ja, wir geben ein Interview. Was ist die Erwartung? Ich bin lieber bescheiden. Ganz ehrlich, da, nee. Das will ich jetzt nicht riskieren. Definitiv nicht. So. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus hier. Von der Verteilung her. So, Spiel mit neuen Themen. Okay. Frage ist jetzt immer, was genau meinen Sie mit neuen Themen? Themen, die ich neu erforscht habe oder was ganz anderes? Ich weiß es nicht. So. Liam, du hast ein bisschen Platz für Dialoge. Wenn du dir das mal anguckst. Toll, ne? Ich finde es super. So. Okay. Dann nehmen wir hier. Ich will auf jeden Fall die realistische Körpersprache reinkriegen. So. Die soll auf jeden Fall rein. Really? Really?
komm schon. Och, komm schon. So. Ja. Geht doch. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch ein bisschen was für die tatsächliche Grafik. Und, ja. Das passt soweit. Wobei, das ist zu wenig für die Grafik. Das ist zu wenig für die Grafik. Ich glaube, ich mache das lieber so. Ja. So machen wir das. So, Dialoge, Liam. Dein Spezialgebiet. Du darfst mal reinhauen. Du darfst jetzt aber mal richtig reinhauen, was die Dialoge angeht. So, ach Mensch, ich habe ja voll vergessen. So, wo ist meine Maus? Hier. Ne? Marketingkampagne, bitte. Na, wo wirst du? So. Nicht vergessen. Darf ich nicht vergessen. Ich muss mein eigenes Spiel doch hypen, wie sonst was. So, oh, verdammt. Hier künstliche Intelligenz. Dadurch die Marketingkampagne bin ich da ein bisschen. Naja. Habe ich es ein bisschen verpennt. Was soll's? Ne? Was soll's? So. Tony ist jetzt natürlich mit dem Sound komplett überarbeitet, was das angeht. Aber wir hauen hier auf jeden Fall die Grafik voll. Definitiv. So. Da, ganz ehrlich, würde mir auch ein normaler Soundtrack reichen. So. Nee, das kriege ich nicht mehr mit rein. Na gut. Wobei, ist das irgendwie anders noch hin? Theoretisch. Wobei, ich will. Jetzt hier noch ein bisschen. Es wird aber wieder zu wenig Sound sein. Ja, das ist jetzt wenig Sound. Den brauche ich minimal. So, passt von der Grafik noch? Nein. Okay. So. Oh, wunderbar. Wunderbar, so passt das. Oh, herrlich. Herrlich. Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. So. Na denn. Spielweltdesign, Damien. Ja. Okay, dann erstmal noch nicht, weil erstmal ist ja die G3, die mir nochmal ordentlich Hype verschafft, von daher habe ich da auch absolut kein Problem mit. Sehr gut. Nochmal 50.000 mehr als vorher. So. Ah, das sieht doch schon mal gut aus hier. Vor allem die Designpunkte. Sein Design ist hier echt nicht gespart. Definitiv nicht. Sehr schön. So. Oh yeah. Oh fucking yeah. So. Hier nochmal ein Sound. Und dann auch nochmal einen Boost. Um jetzt zum Schluss nochmal ordentlich Dampf zu machen. Vor allem beim Bugfixing. Oh ja. Oh ja. Das Bugfixing dauert gerade so ein bisschen. So. Na los, Leute. Markt hat sich wieder normalisiert. Ja, okay.
So, 4500 Designpunkte. Oh yeah. So, Levelaufstieg in 1095 Punkte in der 3D-Grafik V7. Wow. Das ist gut. Das ist eine Menge. So. Urlaub. Erste Bewertungen. Das sieht doch ziemlich gut aus. Da sehe ich auch häufig die 10. Yeah, hier sehe ich es auch recht oft. Bleibt aber nur 9, schade. Naja, und du wirst eine 10. Herrlich. Na, wenn das mal kein geniales MMO geworden ist, dann weiß ich auch nicht. Dann will ich nicht länger David heißen. Dabei finde ich den Namen eigentlich ziemlich toll. So. Na dann. Schauen wir doch mal. Nicht wahr? So. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Spielbericht. Oh, wir haben sogar schon ein Plus gemacht mit den Verkäufen. Sehr schön. So, und derzeit trainiert ihr noch ein bisschen. So, Game Design. Programmieren. Game Design. Programmieren. Programmieren. Und noch mehr programmieren. So. Das Spiel hält sich hartnäckig auf Rang 1. Das ist schön. So will ich das sehen. Nicht wahr? So. Okay, Spielbericht ist auch gleich fertig. Oh, jetzt ist es auf Rang 2 gesackt. Okay. So, Mittelalter-Rollenspiel-Action, großartige Kombination. Sound nicht sehr wichtig. Plattform-Genre-Übereinstimmung mit dem Modcube ist gut. Okay. So, dann bringen wir auch sofort mal ein Add-on dafür raus. So. Zwar. Der Imperien. Ja. Wie nennen wir denn das? Was für einen Titel kriegt das jetzt? Nennen wir es einfach Aufbruch? Nennen wir es Aufbruch. Weil, warum nicht? Und da die Entwicklung wahrscheinlich eh wieder etwa ein Jahr dauern wird, passt das sogar ganz gut. Von daher, ja. So. Na denn. An sich kann ich das alles genauso lassen wie vorher. Ja. An sich brauche ich hier nichts umstellen. Was ich gerade verdammt genial finde. Das ist gut. So, dann wollen wir doch mal schauen hier. Na, die Wartungskosten steigen schon. Wie ich sehr gut sehen kann. So. Na, oh, 3,4 Millionen schon. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und jetzt mal hier eine eigene Spielemesse. Warum nicht? Machen wir die nochmal. So, oh, die Verkaufszahlen steigen nochmal. Das ist gut. Ich frage mich, ob hier die so verkauften Einheiten auch für das Achievement 100 Millionen Stück verkaufen. Mal mit reinzählen. Das weiß ich nämlich gar nicht.
Naja. Und ich habe den Boost fürs Gameplay vergessen. Naja. Passiert. So, ja, das passt. Wie gesagt, das lassen wir ja alles so. Und dann schauen wir einfach mal. Kann ja so schlecht nicht sein, wenn es vorher... Ah, okay, Organisation ist abgeschlossen. Sehr gut. So schlecht kann es ja nicht sein, wenn ich da vorher so extrem viele Punkte für bekommen habe. So, natürlich geben wir ein Interview. So, und ich werde das Spiel mal pushen. So, weil das letzte wurde ja doch, also das Hauptspiel wurde ja doch ganz gut. Möchte ich jetzt mal so sagen. Und ja. Klar könnte man sagen, wenn man nichts ändert, dann ist es aber auch blöd. Naja. Also ich sag mal, an vielen Spielen hat sich in den Add-ons nicht so viel geändert. Na klar, grafisch sind sie mit der Zeit mitgegangen, aber das war's dann auch schon. Hier KI. Ja. Aber ich sag mal, ansonsten so rein spielerisch ist WoW immer noch genau das gleiche wie vorher. Ah, ob das jetzt Mists of Pandaria ist oder damals Vanilla. Große Änderungen vom rein Spiel oder rein vom Aufbau her gibt es nicht. Ja. Außer halt so ein paar kleinere Punkte von wegen. Sag schon. Ja, der Fähigkeit, der Fertigkeitsbaum ist anders und bla bla bla. Das Skilling ist anders und so weiter. Aber das hat ja jetzt so in erster Linie gar nichts mit dem Spiel oder mit der Entwicklung des Spiels zu tun. Das sind eben andere Hintergrundentscheidungen. Ja, so von der Entwicklung her hat sich da an sich nichts geändert. In meinen Augen. So. Okay, keine starken Trends. Das Add-on kommt auch genau rechtzeitig, weil so langsam werden die Kosten höher als die Einnahmen von unserem MMO. Und da kommt natürlich so ein Add-on gerade recht, um die Einnahmen wieder zu erhöhen. So. Mal gucken, wenn ich euch jetzt hier den Boost noch starte. So, Spielmesse wird in 4 Wochen stattfinden. Okay. So. Na los. Die paar Bugs noch, dann dürft ihr ja alle in den Urlaub. So. Oh, 2 Bugs sind wieder drin gelandet. Naja, es kann passieren bei so einem großen Projekt. So. Okay. Veröffentlichen wir das Ganze. Und die Bewertungen. Oh, fallen nicht mehr ganz so gut aus. Es ist halt wieder genau das gleiche wie der Vorgänger. Oh, hier kommt ein Fantastisch, okay. Hier kommt auch eine 10. Hier kommt eine 8, also im Durchschnitt eine 9. Bin ich auch noch voll mit zufrieden. So, in den Urlaub. Dann auch in den Urlaub. Oh, meine eigene Messe. Na mal schauen, wie viele da sind. Ja. Ja. Fast 3,5 Millionen, das ist gut. Das ist sehr gut. So. Ja, du gehst in den Urlaub, du gehst auch in den Urlaub und du gehst auch in den Urlaub. Mensch, so viele Urlaube. So, Modding Inc. hat kürzlich ein Add-on für sein Spiel Zeitalter der Imperien veröffentlicht. Das Add-on mit dem Namen Zeitalter der Imperien Aufbruch hat hervorragende Bewertungen erhalten. Yep, hat es. So. Okay. Ja gut, machen wir trotzdem mal einen Spielbericht dazu. So, jetzt komme ich hier auch wieder gut ins Plus. Aber ich glaube, ich muss hier jetzt wirklich ein Add-on nach dem anderen rausschmeißen. Um da auch im Plus zu bleiben. Was das angeht. Aber das kriegen wir schon hin. So, trainiert immer noch ein bisschen. Quatsch, du brauchst Design. So, du brauchst Programmieren.
Render, du brauchst auch programmieren. Ne, du brauchst Design, so rum. Hier unten waren jetzt alle auf Programmieren noch scharf. So, so und hier auch nochmal ein Programmierkurs. Sehr gut. So, dann warten wir hier noch das Ergebnis ab und die Folge ist dann auch schon wieder recht lang geworden. Mal wieder, aber das passiert bei Game Dev Tycoon ja regelmäßig, von daher ist das kein Wunder. Mensch. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Zeitalter der Imperienaufbruch ist beendet und wir haben folgende Resultate. Dialoge scheinen sehr wichtig zu sein und Rollenspiel auf der Inbox Next ist gut. Okay, dann würde ich aber sagen, war's das für diese Folge. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge, hoffe ich zumindest. Ich danke euch fürs Zusehen und bis dahin. Ciao, ciao.